Ja Leute, da wären wir wieder zu einer neuen Folge von Tiny Aura 5 und heute gibt es einmal mehr so eine gemischte Folge. Also das hatte ich ja letztes Mal angekündigt und ich möchte jetzt eigentlich nichts weiter großartig dazu sagen. Wenn ihr weitere Informationen haben wollt, könnt ihr ja dort vorbeischauen. Im Endeffekt wird es genauso wie letztes Mal ablaufen, nur das Problem ist, dass ich heute gar nicht so viel Zeit für den ersten Teil habe. Ich weiß auch gar nicht, wie es ich jetzt genau mache, aber ich denke mal, ich werde genauso weitermachen wie in der letzten Folge. Da ging es ja erstmal los, dass ich nach einem Livestream, also nicht direkt nach dem Livestream, aber nachdem ich eben einen gemacht hatte und ein bisschen Fortschritt dort erreicht hatte, ich dann in einer Timelapse oder auch nicht, ich weiß noch nicht genau, wie ich es gemacht habe, ich nehme das nämlich nachher erst auf und werde das dann entscheiden, jedenfalls mein Dach weitergebaut habe. Und das ist eigentlich eine interessante Sache, beziehungsweise mein Haus erstmal generell. Da gibt es ja noch einiges zu tun und ich denke mal, das ist ganz guter Content immer für den ersten Teil, wenn ich es weiterhin so mache, wie ich es gemacht habe. Und wenn ich jetzt noch streame und so und zwischendurch Fortschritte erreiche, könnte man das durchziehen. Aber ja, ich werde schauen, wann ich jetzt den nächsten Part aufnehme. Jetzt erstmal zu dieser Folge, also vielleicht noch eine kleine Info. Als Aufnahmedatum steht jetzt 3.6. da, weil ich diesen Part jetzt hier noch aufnehme. Am 1.6. hatte ich aber schon den Rest abgedreht, was man dann auch am Screenshot und so sehen wird, den ich gemacht habe fürs Thumbnail. Also nur, dass ihr euch nicht wundert, ich nehme immer das Datum, an dem der letzte Part in dem Video aufgenommen wurde. Also ich hoffe, man versteht, was ich damit meine. Wenn ich also einen Teil der Audiospur erst 2 Tage danach aufnehme, nehme ich dann eben das Datum. So ist das gemeint. Hatten wir jetzt auch öfter schon, zum Beispiel bei der Folge 34 fing das ja an. Da war ja das Problem, dass ich den ersten Part ein paar Tage vorher aufgenommen hatte und das dann alles ein bisschen chaotisch war und ich erstmal ein bisschen Zeit brauchte, um die Folge zu einem ordentlichen Abschluss zu bringen, auch vom Thema her etc. Das hätte ich vorher gar nicht so ansprechen können. Das sind eben alles noch so Probleme, die jetzt quasi mit dieser Änderung einhergehen. Na gut, Probleme sind es vielleicht auch nicht immer zwingend, aber naja, doch. Es ist schon sehr zerstreut und vorher konnte man wesentlich zentraler arbeiten und hatte dann auch das Ganze schon fertig und musste nicht 5 Anläufe oder so nehmen. Also das ist eben auffällig, aber okay. Letzte Folge habe ich übrigens noch vergessen, frohe Pfingsten zu wünschen, denn da war Pfingstmontag. Passenderweise hätte ich das machen sollen, aber leider ist es mir eben in dem Moment entfallen. Auch im zweiten Part, da hatte ich es eigentlich vor, noch anzusprechen, aber nun gut, so ist es eben manchmal. Dann mache ich das zur Not jetzt hier noch nachträglich, auch wenn natürlich Pfingsten vorbei sind, aber es ist natürlich ein wichtiger Zeitpunkt zum Gratulieren, sag ich mal, denn es ist ja immer so ein Running Gag gewesen, dass man da ein bisschen was gemacht hat, ne? Gerade wenn ich jetzt Rize und Insta Hunger Games ins Visier nehme, da war ja schon einiges, was man darauf aufgebaut hat, aber gut, das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Ich würde sagen, ich joine jetzt sogar gleich mal dem zweiten Teil der Folge, denn ja, ich habe da relativ lange aufgenommen und würde jetzt hier nicht mehr allzu viel vorwegnehmen, dass ich dann hinterher übelst viel rausschneiden muss oder so, sondern ich mache das jetzt einfach etwas anders heute mal verlagert. Wir hatten das ja sowieso auch mal bei der einen Top-Attack-Folge, ich glaube die 37 oder sowas war es. Da habe ich ja dann auch die letzten 7 Minuten sogar PvP einfach eingeblendet, also das war eigentlich nur zu einem Bruchteil eine Top-Attack-Folge. Allerdings habe ich es eben als eine gelten lassen, weil ja doch relativ viele Themen am Anfang kamen und naja, hier haben wir natürlich noch den Unterschied, dass Tiny Aura 2 in dem Fall wesentlich mehr zu Tiny Aura 5 passt, als in einem anderen Fall Top Attack und Skywars oder so zusammenpassen. Das war natürlich dann nochmal ein größerer Unterschied, aber naja, bevor ich mich hier zu sehr verquatsche, würde ich doch rüber wechseln ganz schnell und jo, bis gleich. Okay Leute, da wären wir dann auch zum zweiten Teil hier wieder und zwar heute in der Tiny Aura 2 Map. Das ist natürlich nochmal ein bisschen mehr, habe ich zumindest gerade das Gefühl, als beim letzten Mal. Also man merkt eben schon deutlich am Anfang, wie weit tatsächlich die Leute auseinander sind dieses Mal und dass auch wesentlich mehr doch teilgenommen haben als beim ersten Mal, was sich natürlich auch auf die Grundstücke auswirkt, wobei es natürlich nicht so war, dass jeder Spieler oder jede Spielerin ein eigenes Grundstück hatte. Manche waren ja dann nur hier auf diesem Weg der Inaktiven unterwegs, wie zum Beispiel hier Red Tiger 001. Lukas hatte zum Beispiel gar keinen, soweit ich weiß. Und wer war hier nochmal? Ach, True Text, lol, stimmt. Noobstone hatte an der Stelle auch nichts und hier ist eben dann noch Vanessa gewesen. Naja, das war eben so eine ganz spezielle Gegend. Hier hinten haben wir dann auch noch irgendwelche Inseln. Die würde ich mir nochmal kurz anschauen. Also das hier wurde zum Beispiel nie genutzt. Das ist auch nur so ein Mini-Klumpen oder ja, die Insel wäre eigentlich nochmal nice gewesen, wenn die irgendwer bezogen hätte. Vielleicht war ja
ja hier auch Noobstone oder so. Zumindest lag ja gerade noch ein Akazienstamm rum, warum auch immer. Also ich weiß nicht, da müsste doch eigentlich längst despawned sein. Vor allem die Chunks sind ja normalerweise geladen hier auf der Welt alle. Denn so weit weg ist diese Gegend ja jetzt auch nicht. Naja, obwohl, wenn man sich die ganze Zeit da hinten aufhält, aber trotzdem. Also ich finde, das hier müsste dann noch nicht allzu lange dagelegen haben. Naja, so schnell werden wir es wahrscheinlich nicht erfahren, was passiert ist. Hier ist, glaube ich, nichts passiert. Also kein Spieler gewesen. Da drüben, was ist das? Ich glaube, das kenne ich auch noch, oder? Soweit ich weiß. Obwohl, ja, hier waren wir auch nicht so oft. Und da unten dieser komische Streifen, die gab es ja immer in dieser Welt. Also an verschiedenen Stellen letztendlich. Und Alter, da ist ja noch eine Villager-Insel, Leute. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hatte eigentlich im Kopf, dass wir die alle schon gefunden hatten und so weiter. Aber anscheinend war hier noch was Neues sogar. Also das war im Endeffekt echt eine besondere Map. Und wenn ich so ehrlich bin, haben wir die eigentlich gar nicht wirklich genutzt. Also was es hier alles gab und man noch hätte mitnehmen können, das ist echt krass. Zum Beispiel hier dieser Sand, das wäre auf jeden Fall interessant gewesen. Da drüben ja auch nochmal roter Sand, soweit ich das sehe. Ne, hier ist es Hardened Clay, aber da drüben war glaube ich roter Sand. Ah ja, und ich mach gleich mal Tag. Hier hätten wir beispielsweise aber noch eine Insel aus Sand. Hier drüben noch entsprechende Schwarzeichenbäume, wäre auch geil gewesen. Aber ich glaube hier in der Gegend waren wir sogar. Zumindest das hier kenne ich noch, da waren wir ja mit einem Boot unterwegs, soweit ich weiß. Und oh, hier ist sogar ein Delfin, Alter, krass. Als ob die ja einfach so spawnen aktuell. Und ich guck mal in der Chest, da waren wir aber nicht dran, komischerweise wieder. Vielleicht haben wir diese Items aber auch dann einfach nicht mehr gebraucht. Ach Leute, unten ist ja auch noch so ein Stück Dorf gewesen. Ja, das war alles weird in der Map hier. Vor allem, das ist ja ein richtiger Ring, der sich hier durchzieht. Also nicht ganz ordentlich, aber man sieht so, in welche Richtung es gehen sollte. Und hier war die Stelle, wo Rietz immer gefarmt hat. Genau, so ein schönes Quadrat ausgeschnitten. Da drüben auch nochmal angefangen. Naja, und hier dann Streets Insel. Ah nee, das war seine Zweitinsel quasi. Man könnte es auch als sein Urlaubsparadies bezeichnen, wo ja Bowser und Summer Jam sein Musikvideo gedreht haben. Naja, dann hier die entsprechenden Items. Da hat er nicht so viel gehabt. Street war ja eigentlich gar nicht wirklich aktiv. Und da war es eigentlich krass, dass er überhaupt hier eine Insel und alles hatte. Das muss man ihm dann schon hoch anrechnen, würde ich sagen. Und was ist das hier alles? Da ist, glaube ich, nur ein bisschen Wasser. Ja, moin, warum schwebt hier überall so ein Zeug rum? Das war ja eh die Zeit, als Aternus damals immer mal Probleme hatte, weswegen überhaupt die Tiny Aura 1 Map komplett kaputt gegangen ist. Und oh, hier hatten wir ja sogar TNT, ey. Das habe ich nie gefunden oder so. Also Wahnsinn eigentlich, dass Rietze das nicht gesehen hat und gesprengt. Oder irgendwie abgebaut und dann andere Grundstücke. Das wäre natürlich auch krass gewesen. Aber naja, zum Glück ist es nicht so eskaliert. Da war es schon schlimm genug, als wir in Folge 2 ja auch in dieser Map das Ganze zurücksetzen mussten, weil ja die ebenfalls betroffen war wie die Tiny Aura 1 Map. Zum Glück konnten wir aber hier wesentlich schneller die damaligen Fortschritte rekonstruieren. In Tiny Aura 1 war es eben wirklich ein Desaster und hat es ewig gedauert. Also da bin ich echt froh, dass ich die Map wieder so bekommen habe. War halt scheiße, dass ich damals so ein altes Backup nur hatte. Also ich hätte definitiv öfter welche machen müssen. Das war ein Riesenfehler. Wobei ich aber auch in letzter Zeit gar nicht so oft danach gucke, Backups zu machen, was eigentlich scheiße ist, denn ich müsste echt hinterher sein, was das angeht. Gerade heutzutage, wo ja die Aternos-Maps schon nach 3 Monaten oder so gelöscht werden. Damals war das ja noch gar nicht so, da war die Frist noch wesentlich entspannter. Naja, hier sehen wir jedenfalls Lucas Survives Grundstück, war auch eine krasse Sache dann überhaupt, dass diese PvP-Arena existiert. Die gab es ja in Staffel 1 beispielsweise auch nicht. Dann hier Falk, der hat eigentlich eine ziemlich geile Konstruktion gebaut. Hier dann natürlich noch Julias Insel mit den ganzen Tieren und so, diese speziellen Namen, ja auch der dritte, Carsten, okay, irgendein Josef haben wir hier noch und natürlich das Feld, was ich eigentlich ganz cool fand, generell hier diesen Aufbau so zu machen, hier auch noch einen Tierstall, da kann ich mich gar nicht so erinnern, ich dachte, die liefen hier immer so random rum, also tun sie ja auch, aber ich dachte eben, dass das beabsichtigt ist, naja, egal, hier haben wir jedenfalls noch das Grundstück von Reineck, glaube ich. Ah ne, das war der Shop von Rietze, stimmt, den er auch in Tiny CA hatte. Dann hier natürlich die PvP-Eventwand, da will ich auch nochmal gucken. Natürlich hat meistens Rietze gewonnen, aber ich auch mal und gegen Ende Lukas auch öfter, was natürlich ganz cool war, sogar Street zwischendurch. Also da hatten wir eine relativ gute Verteilung, in anderen Staffeln war es ja wesentlich krasser, glaube ich, dass Rietze gewonnen hat immer. Aber ich muss sagen, diese Mob-Farm, wenn ich die gerade so sehe, war echt scheiße. Also hier oben auch so winzig, wieso habe ich die so gemacht? Dann hier mit diesem komischen Fallschacht, wo man durchgucken kann, also
wo die ganzen Skelette einen abgeschossen haben, Alter. Und ständig ist ein Creeper explodiert. Also, das war echt schlimm. Und wenn ich mein Haus so angucke, wird's echt nicht besser. Das ist ja Wahnsinn. Also, warum ich das so gebaut habe, keine Ahnung. Ich wollte irgendwas mir aus den Fingern saugen, hab dann hier nicht mal das Dach ordentlich weitergeführt. Beziehungsweise war das so komisch versetzt hier. Also, ich verstehe das gar nicht mehr. Wie ist das aufgebaut? Ich meine, von innen so ein paar Elemente sind ja vielleicht ganz cool hier mit diesem beleuchteten Flur und so. Naja, okay. Auch hier, das geht vielleicht noch, aber von außen ist es echt schlimm. Ich glaube, ich habe hier zu sehr auf die Inneneinrichtung geguckt und mich nur daran orientiert beim Bau. Dann hier noch unsere gemeinsame Stadtinsel, die Baumfarm, die Tiere. Das war auch geil. Mit diesem krassen Holzklotz hier, der so richtig in die Länge ging. Und natürlich die fetten Towers, die nie fertig wurden da oben. Dann haben wir hier hinten noch die Farm. Oh, die war sogar größer, als ich gerade noch in Erinnerung hatte. Naja, war schon alles ganz interessant und mehr kriege ich jetzt auch nicht auf Thumbnail. Ich habe jetzt schon die Renderdistanz extrem hochgestellt, damit wir das auch ordentlich abwickeln können. Aber ja, ich glaube, ich habe wieder extrem lange aufgenommen, deswegen würde ich jetzt hier mal den Part beenden und wir sehen uns beim nächsten Mal. Also danke fürs Zusehen und ciao.